Götz. Gerrit, es gibt ja so Leute, die auf dem Schlauch stehen und es nicht schaffen, einen Fahrradreifen aufzupumpen oder irgendwie denen die Überwindung fehlt, es dann doch mal anzugehen. Es gibt auch Leute, die kaufen sich ein neues Fahrrad, weil ihr Fahrrad platt ist. Gerrit, warum machen wir heute dieses Video? Wir wollen einfach, dass ihr euer Fahrrad nicht auf eBay Kleinanzeigen für 20 Euro verkaufen müsst, weil die Reifen platt sind. Und es geht manchmal den Berg auch leichter rauf, wenn man Luft auf dem Hinterrad hat. Das sehe ich viel zu oft. Und deswegen ein kleines Tutorial, welche Ventilarten gibt es und welche Luftpumpen gibt es und wie pumpe ich die jeweils auf. Und dann ist vielleicht vielen geholfen, die ihr Fahrrad gerade aus dem Keller holen und zum Luftabpumpen in den Fahrradladen müssen. Ja, wenn wir über Ventiltypen sprechen, dann gibt es eigentlich drei, die sehr gängig sind. Eins hält Götz schon in der Hand, das ist das sogenannte Sclaveron-Ventil, das französische Ventil, das viele Leute zur Verzweiflung bringt, weil man da auch noch so ein bisschen dran rumschrauben muss, bevor Luft reingeht. Sie verbiegen und abbrechen können, wenn man es falsch macht. Genau, wenn man eine schlechte Pumpe hat zum Beispiel. Was braucht man noch? Also welche gibt es noch? Es gibt Autoventil natürlich, AV, der Vorteil ist, man fährt zur Tankstelle und kann da Luftdruck messen und ordentlich was reinpumpen, ohne dass man sich einen abstrampeln muss. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Dunlop-Ventile. Die sind immer noch sehr gängig, vor allem an einfachen Fahrrädern. Die können nicht so viel Luft halten wie die beiden anderen Kollegen und sind vielleicht schon langsam ein bisschen aus der Mode. Und die zeigen wir euch jetzt. Für gewöhnlich haben Ventile oben eine Plastikkappe. Manche nehmen sie ab. Im Winter sind sie durchaus vonnöten, ansonsten halten die natürlich ausströmende Luft auch nicht ab. Man hat hier beim französischen Ventil zwei Gewinde. Eins ist für die Ventilfassung und eins für das Ventil an sich. Man kann es oben hier öffnen, dreht die obere Kappe einmal komplett auf. Wenn man dann hier rauf drückt und das oben aufgedreht hat, dann lässt er Luft. Das ist der Mechanismus. Dann hat man verschiedene Pumpen. Normale Pumpen haben zwei Öffnungen, eine für Autoventile und eine für französische Ventile sowie Dunlop-Ventile. Hier ist also der Fall, dass man das kleine Loch braucht. Man setzt den Adapter drauf, gerade drückt ihn runter, nicht zu doll, und schließt den Schließmechanismus. So, manchmal muss man den nach oben klappen. Bei meinen Pumpen ist das so, bei Gerrits Pumpe hier ist der nach unten zu schließen. Dann dichtet die Dichtung ab und die Luft entweicht nicht zur Seite, die man durch die Pumpe eingibt, sondern sie wird in das Ventil reingedrückt. Wenn ich jetzt pumpe, da ist jetzt ein bisschen Milch drin, das ist nämlich kein Schlauchreifen. Das ist ein bisschen im Weg, deswegen ist das jetzt am Anfang ein bisschen schwer. Ja, mit der Standpumpe ist es natürlich einfacher zu pumpen. Hier ist direkt auch ein sogenanntes Manometer dran. Dann kann man nämlich auch sehen, wie viel Bar man da reinpumpt. Genau. Sclaveron-Ventile sind wie gesagt für Rennräder geeignet, das heißt, die können sehr hohen Druck aushalten, das sind bis zu 15 Bar, hat man in der Regel nicht. Also selbst dünne Rennradreifen, da ist man bei 8 Bar irgendwann auch fertig. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Luft noch im Reifen ist, dann nicht von oben drücken, sondern von der Seite und nicht mit öligen Fingern, weil sonst macht man sich die schönen Skinwall-Wände so kaputt. Schmutzig, nein, nicht gut. Ja, was ist da so der Maßstab? Wie viel darf man eindrücken, bevor man nachpumpen muss? Das ist auch wieder reifenabhängig. Ja, das muss man selber wissen. Also da gibt es ja ganz andere Philosophien. Also manche fahren ja knallharte Reifen und einige wollen sie ein bisschen weicher haben. Wenn man tubeless fährt, das fährt man ja auch gerne mal mit 3, 4 oder sogar nur mit 2 Bar. Man soll es jedenfalls nicht richtig eindrücken können. Also hier geht es noch ein bisschen. Wenn ich von oben rauf drücke, passiert hier gar nichts. Wenn ich von der Seite, merke ich schon, ja, da muss man so ein Fingergespitzengefühl für entwickeln. Das muss jeder selber entscheiden. Hauptsache, der Reifen drückt nicht durch. Nicht davon irritieren lassen. Es kann ein bisschen zischen und gerade beim Abnehmen vielleicht eine ganz kleine Idee mehr reinpumpen, als man haben möchte. Schön gerade abziehen immer und dann einfach zudrehen. Und dann kommt die Kappe wieder drauf. Haben wir noch den Klopftest. Und fertig. Französische Ventile machen oft Probleme. Gerade wenn man sie mit so einem Pille-Palle-Pumpen aufpumpt, wenn man unterwegs ist mit so einem Mini-Pumpen und dergleichen, dann ruckelt man. Und man biegt und biegt und biegt. Und dann kann das sein, dass der Ventileinsatz krumm wird. Manchmal ist er dann so krumm, dass das Ventil gar nicht mehr abdichtet oder gar nichts mehr reinlässt. Es gibt Abhilfe. Man kann nämlich diesen Einsatz tauschen. Recht günstig gibt es in jedem Fahrradladen. Dafür braucht man so einen Schlüssel. Gibt es für 1,50 Euro zu kaufen von Schwalbe. Den setzt man hier rauf und dann kann man das ganze Ding hier rausdrehen. Und wenn man das rausdreht, dann ist es natürlich so, dass dann die Luft entweicht. Sofort. Und dann ist das hier ein nacktes Ventil.
benutzt man dann auch so, wenn man jetzt Dichtmilch reinfüllen will, bei Nichtschläuchen dann. Ne? Oder man setzt einfach ein neues Ventil ein, man nimmt es, drückt es rein und dreht es wieder fest. So einfach ist das. Solche Schlüssel kann man auch für Autoventile benutzen übrigens, um sofort die Luft rauszulassen. Kann man wunderbar ein Portemonnaie mitnehmen, immer dabei. Wichtig. Ja, das zweite Ventil findet man auch relativ häufig. Das ist das sogenannte Autoventil. Der Kollege hier steht auch schon länger. Die Reifen sind platt. Hier kann man sozusagen die Luft rauslassen über einen Nippel in der Mitte. Das kann ich gleich mal zeigen, wenn ich aufgepumpt habe. Bei unserer Standpumpe, ich empfehle übrigens jedem eine Standpumpe zu Hause zu haben, gibt es wie gesagt den für das Sclaveron, was wir jetzt gesehen haben, und hier oben für das Autoventil. Und damit können wir den Reifen einfach aufpumpen. Einfach hier aufsetzen, verschließen und dann pumpen wir. Und erwecken sozusagen das Rad wieder zum Leben. Wir sind jetzt bei 2 Bar und gehen, sage ich mal, auf 3,5. Jedem Hub wird das Fahrrad 1 Euro mehr wert. Wir sind jetzt bei 3,5. Wie oft pumpst du deine Reifen so auf, Gerrit? Bei Tubeless ein bisschen häufiger als bei Schlauchreifen. Ich würde sagen, so jede Woche einmal, auf jeden Fall. Und ja, wenn man das regelmäßig macht, hat man auch mehr Freude am Fahren, weil es halt einfach nicht so schwer ist. Relativ einfach. So, um das nochmal zu zeigen. Das Ventil ist simpler aufgebaut. Es ist oben einfach offen, wo die Kappe raufkommt. Man kann den Luftdruck kontrollieren. Das ist vor allem für Mountainbiker cool, die ins Gelände fahren. Hier in der Mitte ist so ein Nippel drin. Und wenn man den mit einem spitzen Gegenstand runterdrückt, hört man, kommt die Luft raus. Ja, kann man den Luftdruck mit regulieren. Muss man aber nicht. Kann auch hier die Kappe drauf machen. Hier sollte man es sogar machen, weil der Dreck viel einfacher reinfallen kann da als beim Sclaveron-Ventil. Insgesamt, Gerrit, ist so Reifenaufpumpen ja doch trivial, würde ich sagen. Es ist trivial. Wenn man nicht weiß, wie viel Luft man reinmachen kann, man kann viel nach Gefühl gehen, aber man kann auch gucken, auf den Mänteln stehen oft Maximalluftdrücke drauf. Und wenn man Schläuche im Laden kauft, steht auf der Verpackung und auf dem Schlauch selbst auch drauf, in welchem Barbereich man das am besten fahren soll. Hier auf dem Reifen steht zum Beispiel drauf, maximal 4,5 Bar. Das heißt, wenn man da drüber geht, kann es sein, dass das Material ermüdet oder der Reifen einem platzt. Der Schlauch kann meist mehr als der Mantel. Es gibt auch Fahrradpumpen, die jetzt kein Autoventil aufpumpen können. Da fehlt dann dieses Loch. Also eine ganz normale 1,99 € Pumpe von irgendeinem Drogeriemarkt oder so. Dafür gibt es auch Adapter. Die kann man dann da reinstecken in das kleine Loch. Macht den Spanner zu. Ist eine kleine Dichtung drin. Dann kann man damit auch ein Autoventil aufpumpen. Ja, das letzte Ventil ist das sogenannte Dunlop-Ventil. Das finden wir hier an diesem klassischen Hollandrad. Auch relativ simpel aufgebaut. Hier oben kann man die Pumpe aufsetzen und man kann auch hier das Ventil relativ leicht tauschen, indem man hier einfach diesen Sicherungsring abschraubt und das Ventil rauszieht. Hier ist so ein kleiner Gummiring, der kann undicht werden, deswegen kann man das irgendwie auch tauschen. Wenn man das muss, das erkennt man daran, dass der Reifen schneller Luft verliert, als man das möchte. Und du hast gerade noch was rausgefunden, Götz? Ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon ganz oft gefragt, wozu eigentlich dieses kleine Röhrchen ist, dieses beigefarbene Röhrchen, das beim Tip-Top-Flicken-Set dabei liegt. Und die Sache ist so, früher hatten diese, heute sind das eigentlich Blitzventile, und früher hatten diese Dunlop-Ventile ja nicht so eine Kugeldichtung drin, sodass man mit diesem Röhrchen die Luftdichtigkeit herstellen musste. Es ließ also Luft rein, aber nicht die Luft raus, und eine Zeit lang, und irgendwann wurde es dann porös. Bei so ganz uralt Fahrrädern kann es immer noch sein, dass sowas da drin hängt. Und deswegen legt Tip-Top immer noch bei den Standard-Flicken-Sets diese Röhrchen bei, die dann nie benutzt werden. Bei diesem Kellerrad muss natürlich auch der Mantel getauscht werden, aber wir versuchen es jetzt trotzdem erstmal mit Luft aufpumpen. Ich empfinde immer diese hier am nervigsten, diese Ventile, weil immer sämtliche Pumpen nicht vernünftig halten da drauf. Vielleicht stelle ich mich auch einfach blöd an. Naja, die haben Schraubgewinde, ne? Also, ja, ja. Aber guck mal, das funktioniert. Wir kriegen auch hier Luft rein. Hier würde ich mich aber erstmal mit 3 Bar begnügen. Ich weiß ja nicht, ob dir das alles um die Ohren fliegt hier. Ein Wunderwerk der Technik. Ich höre mehrere Zischquellen hier. Die eine ist das Ventil. Und dann ist auch still. Er sackt ab. Oder? Nö.
Nee, gut, das hast du gut gemacht. Wir haben auf jeden Fall Luft im Reifen und wie gesagt, wer hier schnell die Luft raus haben will, der dreht hier auf und dann hört ihr es schon, dann fliegt einem sozusagen das Ventil um die Ohren. Genau, hier haben wir jetzt keine Kappe, aber die ist auch nicht so zwingend nötig. Genau, was ich beim Aufpumpen beim Dunlop-Ventil beachten muss, ist, wenn ich eine Standpumpe habe mit Manometer, kann ich trotzdem nicht so genau sagen, wie viel Bar ich letztendlich in den Reifen reinpumpe, denn das funktioniert bei diesem Dunlop-Ventil einfach nicht so gut. Ich kann pumpen und sehe auch, dass ich zum Beispiel bei 3 Bar bin. Sobald ich aber aufhöre zu pumpen, seht ihr diese Nadel einfach runterfallen und ja, es ist einfach ein bisschen schwieriger. Konstruktionsbedingt ist es nicht möglich, dass da eine korrekte Anzeige ist, anders als bei den beiden anderen Ventilarten. Genau, wie gesagt, und hier ja auch nochmal dazu, das Dunlop-Ventil kann ja auch nicht so viel Luft halten wie die anderen beiden. Beim Autoventil sind es 10 Bar, beim Presta-Ventil sind es 15 Bar und hier sind es, glaube ich, maximal 6. Doch Spezialanfertigungen, aber da muss man nicht von reden. Das genau, bei den Standardfahrrädern, da geht dann einfach nicht so viel Luft rein. Deswegen sind die anderen Ventile auch einfach im Kommen, sage ich mal so. Ja, als letztes Pumpenarten ist natürlich auch wichtig, womit pumpe ich alles auf? Am einfachsten ist es, wenn man zu Hause in der Garage oder im Keller eine Standpumpe stehen hat. Damit kriegt man schnell viel Luft in den Reifen und kann immer zu Hause an der Station sozusagen sich Luft auffüllen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass diese Pumpe hier ein Luftdruckmesser hat, wo man sehen kann, wie viel Luft ist eigentlich auf dem Reifen drauf. Oder dann kann man schnell sehen, ob zu wenig oder zu viel. Ihr könnt auch hier oben dann darauf achten, dass sie eben einen Doppelkopf hat, dass man möglichst viele Ventile damit auch aufpumpen kann. Das, was die meisten zu Hause haben, ist der Klassiker, eine ganz normale Pumpe. Kann man auch beim Trekkingrad oder was mit in den Rahmen reinspannen, dann hat man die unterwegs immer dabei. Auch hier eine Doppelkopfpumpe, relativ simples System. Für diejenigen, die auf Gewicht Wert legen und auf Platz sparend oder mit dem Rennrad unterwegs sind, gibt es Mini-Pumpen. Wir haben da auch schon mal welche getestet. Götz hat jetzt hier auch eine Pumpe von Birzmann. Ich glaube, das ist auch die aus unserem Test, oder Götz? Yes. Genau. Eine sehr kleine Pumpe, die platzsparend ist, die man auch in so einer Top-Tube oben auf der Stange in eine Tasche packen kann. Ich habe hier eine Race Rocket HP, die auch über Autoventil und das Presta-Ventil verfügt, indem man das hier rauszieht mit einem flexiblen Schlauch, dass man besser rankommt. Die habe ich sozusagen angehakt, am Rahmen dran, auch immer mit dabei. Nimmt nicht viel Platz weg, ist mega leicht. Das sind sozusagen die drei Typen, die eigentlich gängig sind. Wie gesagt, für unterwegs empfiehlt sich sowas. Oder wenn man den Platz hat, eine normale Pumpe, die man in den Rahmen klemmen kann. Für zu Hause diese hier. Und wer mit Autoventil unterwegs ist, braucht sich sowieso keine Sorgen zu machen. Der kann an eine Tankstelle fahren. Oder hat selber einen Kompressor. Oder ist, ja genau. Wir haben gesagt, eine Akkupumpe, die wir auch mal getestet haben. Akkupumpe, Kompressor geht natürlich alles. Das ist natürlich wunderbar. Damit spart man sich den Weg zum Fahrradladen. Ja, Götz, Fazit. Ja, alle 2 Wochen mal gucken, ein bisschen nachpumpen. Man fährt glücklicher und... Ja, mit weniger Kraftaufwand. Das muss man dazu sagen. Gerade an Bergen in Flensburg oder dem Gegenwind. Hier im Norden ist es doch schön, mit dem richtigen Luftdruck unterwegs zu sein, weil es einfach dann sich einfacher fährt. Man muss das mal so sehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen, die Unterschiede zwischen den Ventilarten kennenzulernen und zu wissen, welche Pumpen man am besten benutzt oder welche man benutzen kann. Und ja. Keine Angst vorm Pumpen. Keine Angst vorm Pumpen, genau. Das steigert den Wiederverkaufswert eures Fahrrads ungemein. Ja, und wenn ihr zum Fahrradladen geht und sagt, ich habe hier wieder so ein abgebrochenes französisches Ventil, dann fangen die an zu grinsen, das kennen die. Ja, wie gesagt, die Investition in einen Ventilschlüssel für 1 Euro oder 1,50 Euro ist jetzt nicht so hoch und dann könnt ihr das selber wechseln und seid demnächst die coolen Dudes. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auf die Glocke und abonniert uns. Mann, ich finde, das ist immer ein gutes Wissen. Also so viele Fahrräder, wie hier bei mir zu Hause im Fahrradkeller stehen von den Nachbarn, die alle platte Reifen haben, das kann eigentlich nur einen Grund haben, die Leute wollen nicht Fahrrad fahren. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, denn sie haben, glaube ich, einfach keine Pumpe. Und auch das kann ich mir nicht vorstellen, also wissen sie vielleicht einfach nicht, dass man es aufpumpen kann. So ein Garten voller Giersch, so, ne? Irgendwann kapitulieren die Leute und dann ist es zu viel mit dem Aufpumpen.
Ja, das stimmt. Man braucht kein neues Fahrrad kaufen, wenn man einen platten Reifen hat. Das ist eigentlich das Ziel dieses Videos, genau. Und man muss auch den netten Fahrradhändler nicht damit belagern, dass man sein Fahrrad aus dem Keller holt und sagt, ich habe keine Luft auf dem Reifen, was kann ich tun? Das lohnt sich nicht mehr, da müssen Sie mal ein neues haben, glaube ich, oder? Ja, wobei, wenn ich mir die zwei Kollegen da hinten angucke, dann wird das vielleicht Zeit. Das eine Fahrrad wiegt 50 Kilo und das andere ist auch nicht mehr ganz so fit. Egal, Sie haben gereicht, um es zu zeigen, welche Ventilarten es gibt. Und jetzt machen wir Schluss. Es gibt auch noch ein italienisches Ventil, aber das lassen wir jetzt mal, also bla 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 bla. Hey, ich habe das auch noch nie in live gesehen, muss ich gestehen. Also von daher sind wir, glaube ich, mit den Ventilen, die wir gezeigt haben, vorne mit dabei. Das ist so ähnlich wie Presta, habe ich gehört. Regina oder so heißt das, keine Ahnung. Irgendwie so. Macht's gut, alle Leute, immer eine ordentliche 2 Bar mindestens Druck unterm Sattel und... Ja, bloß nicht schwammig werden, sag ich da. Okay, tschüss.